Herzlich willkommen zu Bayer fährt Bahn. Saftig durch die Quarantäne mit Michael Bayer. Der Podcast für einige. Bayer fährt Bahn wird euch präsentiert von Matrazzo Kontor. Der Adresse für bequeme Matratzen, Matratzenauflagen und antiallergenen Bezügen für verschiedene Dinge. Matrazzo Kontor. Gewidmet ist die Folge Gottlieb Wendehals, der vor 2 Tagen verstarb. Das Thema der heutigen Sendung lautet Graf Porno. Werk und Schaffen des Düsseldorfer Singer-Songwriters um die frühe Jahrtausendwende. Mit mir im Studio begrüße ich Jacques und Bayer. Mein Name ist Ali Honduras. Unser musikalischer Stargast Graf Porno. Herzlich willkommen, Herr Porno. Jetzt werde ich unter dem Namen wieder eingeführt. Aber du hast ja völlig recht. Ja, ganz wundervoll. Vielleicht direkt mal sagen, dass die Leute, die Kids da draußen das hören, auch auf Abonnieren klicken können, weil das macht man so. Achso, hittet ja. Like and subscribe, hit the bell, leave us a comment, sagt euren Freunden Bescheid. Ja. Ja, also hallo, ihr habt mich vielleicht schon erkannt, ich bin nicht nur Graf Porno, sondern auch der Bienay aus Berlin. Ich habe meine Trompete nicht mitgebracht. Es ist tatsächlich Onkel Bienay, aber es ist auch Graf Porno. Graf Porno, wie kam es denn dazu? Dass ich Graf Porno war? Möchtest ja, du, genau. Du den, das hat nur mal kurz, was ein... Relativ ein einfache Geschichte. Das, der Begriff Porno hat sich in den Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, so eine Zeit lang war es ein Trendbegriff für gut, echt Porno-Alter, hört man heute auch noch so, aber war damals so völlig... So ein kleiner Tabubruch und hat sehr viel Spaß gemacht für alle Beteiligten. Okay, damals. Boomer. Und dann haben wir unser Abi-Motto ist dann Porno 2001 gewesen. Deswegen, was ging mit zum Unverständnis der Schulleitung ein wenig, aber wir haben es dann durchgekriegt. Ich glaube, dann Pornstar ist gewesen. Damit war dann alle okay, weil das ist ja okay. Und daraufhin habe ich Solomusik gemacht und mir den Namen Graf Porno damals zugelegt, weil ich das ein lustiges Wortspiel fand mit Pornografie und so. Dann auch später wieder abgelegt, weil ich dachte, ist vielleicht doch ein bisschen billig. Aber so in dieser Zeit war das mein Name. Ich hatte auch so eine Homepage, wo ich dann so mit so einem schicken Foto mit Hemd. So also die Lieder, um die wir jetzt gleich reinhören, und das sind ja 2 Alben, die zu der Zeit unter dem Namen entstanden Nein, sind. Das ist einmal falsch. Es ist nur ein Album, das unter Graf Porno. Das zweite Album ist zwar die Fortsetzung der gleichen Sache, aber ist schon unter dem Namen Roy de Janeiro, den ich auch abgelegt habe inzwischen. Ah, okay. Aber es sind zwei Alben, die in zeitlicher Nähe zueinander entstanden sind. Ja, auch nicht. Ist das richtig? Das Fleisch ist aus der Zeit 2000, das ist von 2002, ist aber natürlich im Laufe von 2002 auf 2002 erstellt worden. Das war die Zeit, als Flissner ein bisschen Streit hatten und ich alleine Krempel machen musste. Oder gemacht habe und meine Fähigkeiten mit MIDI ein bisschen und so. Also ich habe da mit MIDI gearbeitet viel und war völlig begeistert davon, dass man da Sounds verzerren kann. Und dann klingt das gar nicht wie Computerspiel, alles so ganz komplett. Und natürlich ein bisschen Instrumente auch gelernt. Das zweite ist in der Zeit, wo ich in Berlin war, größtenteils entstanden. Also da ist eine deutliche Gap dazwischen. Das sind locker 5 Jahre dazwischen oder so. Okay. Können wir mal ganz kurz auf den Streit zurückkommen? Das finde ich ja sehr interessant. Hatten wir den nicht, oder gehört schon, das hier nicht hatten hin? Wir den nicht schon in einer der letzten Folgen kurz angesprochen? Kann sein, dass mein Gehirn etwas zerfasert war. Ja, im Endeffekt war es eine generell andauernde Spannung im Proberaum. Der Ray Cox hatte Texte angeschleppt, die er gerne von mir gesungen hätte, die mir aber nicht wirklich gefallen haben. Waren so ein bisschen so Helmut Kohles Doof-Texte und ich hatte nicht genug Ahnung von Politik, dass ich mir sicher war, ob ich dahinter stehen wollte oder nicht. So, so habe ich das aber damals auch nicht ausgedrückt. Zumindest ist es hitzig geworden und dann ist zum Wutanfall gekommen und ich glaube, der Ricky hat mich dann angespuckt. Ich glaube, ich habe zurückgespuckt und dann haben wir gesagt, wir fordern uns doch gegenseitig auf, uns zu ficken, und haben den Raum verlassen, so ungefähr. Und das hat dann so 1 bis 1,5 Jahre, glaube ich, angehalten. Und dann irgendwann
haben wir gesagt, sind eigentlich bescheuert, lass mal einfach wieder Mucke machen und dann war alles wieder gut. Ja, so kennt man euch ja gar nicht. Ich fand es ja sogar 2 Jahre. Naja, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Dann hören wir doch einmal rein in das erste Album, auf dem ersten Album von der Doch. Nee, die Fleisch ist das erste Album, die Doch. Von der Fleisch? Die Fleisch, das Fleisch ist das Porno-Album. Ja, von der Fleisch. Was würdest du denn sagen, was ist dein guter Einstieg, um sich mal so einen Eindruck zu verschaffen? Wer ist eigentlich Graf Porno? Also das sind verschiedenste Stilrichtungen. Tatsächlich nichts dabei, was den Punk-Charme hatte, den Flissner damals hatte. Also sind wir relativ tiefers raus. Gut gefallen hat mir Nein damals. Auf Nein war ich relativ stolz. Das ist so ein Kater-Song. Der ist ein bisschen, hat so, ich bin nicht karibische Allüren, hat so ein paar Reggae-Ska-Grundideen, aber auch nicht ganz, aber hat also so Offbeat-Gitarre und so. Und den, also der ist, lass uns mit Nein starten. Hören wir doch einmal in Nein rein. Auf 3, 1, 2 und 3. Starker Chorus. Das ist doch noch nicht der Chorus. Aber ein Chorus ist weg. Wer diese Situation den Kopf bewegt, hat gleich verloren. Trotzdem tust du sofort dreist du. Es quält dich, doch das genügt nicht. Dir ist überhaupt nicht klar, wie es gestern eigentlich war. Du weißt nicht mal, wo du warst, doch keine Frage, du warst da. Was die Sonne sich gedacht hat, einfach ungefragt zu scheinen, du weißt es nicht. Nicht, dass das wichtig wäre. Schlimmer ging's eh nicht mehr. Wer auch immer draußen rasen, selbst wenn es dein Bruder ist, soll sterben. Oder aufhören zu melden. Ich wollte schon sagen, war das gewollt? Oder so. Jedes große Sehen ist mir die Knarre losgegangen. Du weißt, du wirst es wieder tun. Wahrscheinlich heute Abend schon die Theorie, dass man aus Fehlern lernt, ist überholt. Die Zeit vergeht wie Honig fließt, noch Stunden später geht dir mies. Du hast nur einen kleinen Trost, dem Kerl im Spiegel geht noch mieser. Erste Gitarren-Solo, was ich jemals in meinem Leben irgendwo aufgenommen habe. Starke Stücke. Ich glaube, so ähnlich hat man es in Lada irgendwann auch wieder gehört. Ja, bei dem Lada-Song habe ich auch ein paar. Das sind auch einige von der Lunge, aber da sind auch ein paar von mir bei. Dem David Guetta-Cover. Steinigung für den von der Telekom, der den Tinnitus erfunden hat. Das Klingeln, es besiegt dich. Bisschen übertrieben mit dem Soundeffekt. Sie sagt, ihr sei langweilig und wie gut ihr neuer knutscht, nur darum ruft sie an. Sie labert, du gehst kotzen. Ja, Konzept. Das Lied Nein von Graf Porno, von dem ersten Graf Porno-Album. Fleisch. Benny, wie war das Arbeiten an diesen Songs für dich? Das war das erste Mal, dass du dich komplett austoben konntest? Oder war der Unterschied zu Flissene? Der war schon relativ gravierend. Ne? Bei Flissene habe ich halt
Text geschrieben und im Proberaum rumlamentiert, mach mal so, mach mal so, mach mal so, oder auf dem Keyboard ein bisschen Akkorde ran gemacht. Also zu der Zeit damals, später wurde es dann auch ein bisschen notierter. Aber das war halt in jedem Track, den ich da gemacht habe, habe ich auch war halt eine ziemlich krasse Lernleistung drin. Das waren halt Sachen mit dem gleichzeitigen Aufnehmen. Also im Endeffekt waren das die Grundlagen, dass ich später dann irgendwann Tontechnik studiert habe, ne? Weil ich gemerkt habe, da kann ich, ohne abgelenkt zu werden, mich relativ lang reinbegeben in so Sessions und kommt am Ende auch was bei raus. Also das war das erste Mal, dass du tatsächlich selber aufgenommen hast? Ja, ich glaube, so kleine Experimente mit dem Audiorekorder und sowas habe ich auch davor schon gemacht, aber da so zu der Zeit hatte ich mir Cool Edit, glaube ich, doch, hatte ich mir sogar schon gekauft bei oder vielleicht hatte ich auch die Demo-Version benutzt davon, ich weiß es nicht. Es gab eine eingeschränkte Version von Cool Edit damals, was später Audition war, mit dem habe ich den ganzen Krempel gemacht, wobei die MIDI-Sachen sind Cubases gewesen, das einfach so im Freundeskreis, wo man so, ey, kennst du Cubase? Das ist so das Krasse, das ist voll, aber das rafft keiner. Und das hat mich dann ein bisschen herausgefordert und hab's da drin geschafft, Piepstöne zu machen. Also jetzt in dem Song da war hast gar nicht du dann so auch, ja, wie viele, also dann so schon schön ausprobiert, wie viele Spuren kannst du denn überhaupt laufen lassen und wie viele Elemente kannst du denn da einbauen? Und ist immer bis heute, gehe ich gerne an die Grenze meiner DAW. Also, so, wenn es nicht am Ende ein bisschen ruckelt und sämig wird, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Das ist, die Spuren sind, ja doch, die Spuren sind schon deutlich mehr geworden als damals. Ich kann das natürlich nicht so richtig beurteilen, wie viele das sind damals, aber für meinen Geschmack waren das auch viele, teilweise. Ja, ich habe gerne gesehen. Du hattest eben irgendwie so ein bisschen erzählt, dass du da mehr mit MIDI gearbeitet hattest. Da klang aber jetzt eigentlich bis auf Schlagzeug, glaube ich, fast alles wie normale Instrumente, oder? Das waren Gesang und eine Gitarre waren tatsächlich echte Instrumente. Der okay, Rest, Bass. Der Bass, ich hatte keinen Bass. Auf dem Album habe ich sehr viel Bass auf der Gitarre eingespielt. Da habe ich einfach die tiefste Seite von der Gitarre genommen und dann so getan. Ja. Und Effekte auf Gitarre und so weiter, hast du die nachträglich gemacht oder hattest du da auch irgendwie so ein Effektpedal? Nee, alles nachträglich. Das ist, okay. Die Gitarre ging, soweit ich mich erinnere, direkt in meinen Live-Drive von meinem Soundblaster Live Audigy rein. Oder war noch gar kein, war ein normaler Soundblaster Live, ein Audigy hatte ich später. Der hatte vorne so ein Drive, wo man auch einen Klinkenstecker rein kann. Da konnte man reinstecken, der hat, das ist über diesen Amp. Ja klar, ich hatte diesen kleinen Amp, der da ging es aber aus dem Direct-Out. Der hatte so einen Kopfhörer-Out und den habe ich direkt dann aufgenommen. Aber viele von den Effekten ansonsten da drin sind immer in Audition verlustbehaftet gemacht gewesen. Also ich habe dann in Audition die Sachen aufgenommen und habe dann da halt irgendwie so von den Effekten da irgendwie blind ausprobiert, kannte das meistens nicht genau so lange, bis das gut klang und dann halt so gespeichert, dass es ging. Also Echtzeiteffekte habe ich da wahrscheinlich noch nicht nutzen können, aber auch noch nicht gewusst, dass es welche gibt. Okay. Im Computer. Also vieles ist auch einfach MIDI und dann da irgendwie den Distortion-Effekt von Cool Edit draufgelegt und so und dann mich gefreut halt, dass so, also mit MIDI meinte ich damals auch, das war nicht irgendwelche MIDI-Synthesizer, die ich angesprochen habe, sondern das war der MIDI-Sound von meinem Computer. Also das war der Soundblaster live, die Soundfont davon mit den Standard-MIDI-Sounds. Die habe ich dann halt mit Effekten totgeballert, bis es meines Erachtens nicht mehr so richtig wie MIDI klang. Ja, also konnte man nicht immer identifizieren als solches. Also das ein Beispiel, wo MIDI fast vollständig also aufgemacht ist, Cramo Mammo, wenn wir da rangehen wollen. Das ist ein Instrumentalstück, eigentlich so ein Riff-Experiment. Und da selbst das, was ein bisschen nach einer Gitarre klingt, ist einfach nur Windows MIDI mit irgendwelchen krassen Zerrern drauf. Um einen Punkt zu machen, sollten wir den vielleicht mal wählen. Wir hören von Graf Porno das Lied Cramo Mammo vom Album Fleisch auf 3, 1, 2 und 3. Oh. Okay, da hört man es aber auch krasser. Ja. Bei meiner Zunge. Aber das ist auch noch der unverzerrte MIDI-Bass, den mochte ich einfach. Jetzt kommt ein zweiter Bass. Weil YOLO, Alter, kann auch mal mehrere Bässe benutzen, wenn man noch kann.
Das klingt sehr nach Computerspielmusik. Ne? Ja, das fand ich damals auch ein bisschen unangenehm. Heute würde ich das als Kompliment ansehen. Ja, so ein Side-Brawler. So. Side-Brawler? Ja, so. Streets of Rage. Genau, von links nach rechts laufen. Kramo Mamo halt. Was gibt's denn da noch zu sagen? Schön die Leute zerficken, die von rechts kommen. Es gab doch ein Spiel, das hieß so ähnlich wie Kramo Mamo, aber ich glaube, es war Cavado. Ah, Cavado. Kenneth Wanted Do It. Das war ein gutes Spiel. Hier. Schön die Eisenstange quer durchs Maul. Schrauben in die Fresse. Ja. Sackschrauben war es, ne? Sackschrauben. Kompletter Sack. Diese blöde Klapperhasenschlange da. Welcher Teil ist die Klapperhasenschlange? Dieser Gyro-Sound. Ah doch, jetzt, ich hab's gar nicht wahrgenommen. Das hat sich in meinem Gehirn direkt gemütlich gemacht als Ambiente. Muss ich eigentlich reingeklickt haben, weil ich glaube, ich hatte kein MIDI-Keyboard damals, mit dem ich hätte sowas spielen können. Klang ein bisschen nicht eingeklickt, aber... Ja, ich denke schon, doch, mit Balken gezogen. Naja, also es ist definitiv mit Balken gezogen. Aber das jetzt... Verzerrte MIDI-Gitarre, oder was? Verzerrtes MIDI. Das ist, ich weiß nicht mal, ob das eine Gitarre ist. Das ist irgendein MIDI-Sound mit. Ja. Verzerrt klingt ja alles nach Gitarre, weil man eigentlich nicht so stark verzerrt, wie das bei Gitarren eben ist. So endet man einen Song. Das kenne ich gut. Ja, wir nennen das Outro. Ja. Besinnlich. Aber geschrieben hast du die Sachen dann doch eher irgendwie an normalen Instrumenten und hast du dann MIDI-mäßig einprogrammiert? Nee. Einfach MIDI reingekloppt. Achso, direkt. Die Instrumente nutzen war der schwierigere Teil. Ich war ja nie so ein krasser Instrumentenpraktiker. Eher Töne reinklicken, eher Computerfreak. Das hat besser funktioniert. Okay. Also das Einklicken ist generell immer der einfachere Weg. Heute habe ich kann ich ein bisschen besser spielen dann doch noch, aber wenn ich genau wissen will, was ich haben will, dann ist meistens einfach so ein Einklickraster der geilere Dingsbum für mich. Also stilistisch ja schon unterschiedlich. Also waren das jetzt die beiden Extreme oder gibt es noch Extremeres? Nee, es geht in alle möglichen Richtungen. Also das ist gerade da, das ist halt auch buchstäblich die ich probier mal aus, was man machen kann, Zeit gewesen. Also ich glaube, auf dem Doch ist es so ein bisschen, also auf dem anderen Album ist es so ein bisschen, wie heißt die Scheiße denn? Homogener. Ich hatte die ganze Zeit homophober auf dem Kopf, aber das war nicht das, was ich meinte. Homogener ist es da. Aber auch nicht viel. Ist halt immer so, nicht zweimal den gleichen Song machen, im Endeffekt schon so ein bisschen auch der Hintergrund. Dann wird es halt irgendwann extravagant, ne? Ist uns eigentlich was Wichtiges abhandengekommen, weil wir das Intro nicht gehört haben? Nicht wirklich das Intro. Unser damaliger Kollege Marc gesprochen, wenn das interessant ist. Ich hatte kein Geld
kurz vor Weihnachten und brauchte irgendwo Geschenke und habe beschlossen, dieses Album, das fast fertig war, jetzt noch einfach kurz vor Weihnachten noch die letzten 2 Moves durchzumachen. Und da sind Intro und dann habe ich noch diesen Finde ich einfach damit ab, den Song 2 so als Kurzschlussreaktion dazu gebastelt in einer Nacht. Und bei dem Intro brauche ich noch jemanden, der spricht. Und da hatte ich den Marc gefragt. Und er ist dann noch vorbeigekommen, schnell am ich glaube, an Heiligabend selber. Und hat das mir eingesprochen. Und dann habe ich die CDs gebrannt und meiner Familie diese CD geschenkt. Das ist der Hintergrund. Das Intro ist so programmierter Ragtime-Bar-Piano-Krempel mit Marc redet drüber, welcome to the Graf Porno. Ja, wenn wir jetzt so viel schon darüber gesprochen haben, das ist ein paar Sekunden mal. Hören wir es uns an. Nicht zu hören, wir hören auf 3, 1, 2 und 3. Welcome, ladies and gentlemen, to the brand new Graf Porno album. Present to you Extraordinary and Live. Schon das Wichtigste drin, ne? Ja, der Jubel. Ja, ganze Aussage, ne? Also Extraordinary and Live, ja. And Live. Aber stimmen. Ist so als Einleitung gar nicht so schlecht. Es holt einen direkt in so eine komische, verwirrte Stimmung rein. Ja, das ist der Hintergrund. Was vielleicht interessant sein könnte, ein bisschen in eine ähnliche Schiene wie Kramomamo, aber auch ein bisschen mehr interessant vielleicht für euch, gerade euch drei als Metal-Freunde. Der Bayer kennt das auch schon. Ich habe damals... ich ahne. Ja, du ahnst. Welcher Track ist wohl ein Metal-Track davon? Oder ist ein Metal-Cover ist nämlich da drauf? Vermutlich Track 11. Ja, Track 11, genau. Ich habe damals versucht, Fear Factory zu covern, den Track Replica. mit viel MIDI, ich glaube mit ein bisschen Blockflöte und mehrstimmigen Gesang in das kleine, das ist so ein kleines Mikrofon. Also die meisten Sachen mit Mikrofon sind so ein kleines... diese weißen Standmikrofone, die man damals so mit dem PC mitgeliefert gekriegt hatte, weißt du, diese ganz billigen, diese minimal 10-Mark-Mikrofone, damit Multimedia auch stimmt. Mit dem Plastikstrohhalm, die genau. So einem Strohhalm dranhängen vorne. Damit ist so, als hätte ich gerne mal wieder, weil die klingen echt geil. Ja, die Älteren von euch werden sich noch erinnern. Dann hören wir jetzt den Track Replika, eine Coverversion von Fear Factory. Richtig. Auf 3, 1, 2 und 3. Oh my. Das ist krass, heutzutage klingt der Sound irgendwie geil. Ja, ist halt Retro, ne? Ja. Also, wenn die Gesangsaufnahmen gleich kommen, ist es schon ein bisschen Lull. War auch so das übliche Mama nicht aufwecken, leise singen. Ding. No, no. Und ich meine, man liebt den Triangel entdeckt, glaube ich, mit dem Stück. I am a duplication, never done me. I walked up the door while I'm leaving. There was no love, there was no love for me. Schwere Gothic-Ecke. Es wird den Metal-Stink nicht los. Das ist halt Industrial. War relativ strammer Industrial. Mit halt so Enya-mäßig 5000 Vocalspuren übereinander. Ist das nicht so bei Industrial schön. Schöne Triangel. Oh.
Triangel ist sie komplett live eingespielt durch die. Das, natürlich. Durch das Strohhalmmikrofon. Nee. Das ist Midi. Oh Mann! Midi Spur 10. Aber da hört man ja auch die chorgestählte Stimme. Gestählt würde ich jetzt da nicht zwingend sagen, aber die Stimme. Man hört eine Stimme, ja. Alles klingt nicht nach 4 Stunden Einsingen und harter Stimmmuskulatur. Also vielleicht ist es natürlich auch nur meine Selbstwahrnehmung. Eine eigene Stimme klingt ja immer komisch. Ich denke, ich habe mehr Power abgeliefert. Der Zeit danach auch schon mal. Na ja, gut, aber Mama durfte ja auch nicht aufmachen. Ja. War das im Keller? Nee, das war in oben im Zimmer. Als ich im Keller gewohnt habe, habe ich nur Opiate geballert und nichts gemacht. Auf das ja. Die Leute von Arpeggio über den Song fand ich eigentlich am schönsten. Ja, genau. Ich mag auch gerne Arpeggi. Wie kam das so bei deiner Familie an? Sie haben dich nicht verstoßen. Nee, meine Eltern haben das aber durchgehört und gesagt, oh, schön. So meine Geschwister haben das dann alle mal erwähnt. Also haben alle mal gesagt, oh, ist ganz gut, aber so richtig. Ah ja. Also auf dem Doch-Album, aus ein paar Sachen, ist mein Bruder mal ein bisschen drauf kleben geblieben. Bei dem hier so, wurde appreciated, aber ich gehe davon aus, dass sie es nicht hart gepumpt haben. Und wenn doch, dann war es ihnen ein bisschen unangenehm, ich weiß es nicht. Okay. So. Aber euer Verhältnis hat sich danach nicht geändert, dass sie sich Sorgen gemacht haben um den armen Jungen oder so. Nee, das haben die generell. Wenn dann wegen anderer Sachen, aber nicht weil ich Musik mache zu Hause. Und das war ja ein Cover. Hast du da das Original irgendwie dir rausgehört oder hast du irgendwelche Noten zugehabt? Ich gehe davon aus, dass ich das rausgehört habe. Das ist das ist. Ich habe das Original jetzt gar nicht so richtig im Ohr, das muss ich mir gleich. Original macht. Das ist eigentlich das Hauptding. So. Okay. Und ich habe das war auch der einzige Fear Factory-Song, den ich irgendwie von nicht öfters mal einen Ohrwurm hatte und so. Also der ist auf dem, der war, glaube ich, auch die Hitsingle von denen. Ich weiß gar nicht, ob Fear Factory heute noch ein Begriff sind, ob es die noch gibt. Ich glaube. Ja, die gibt es noch. Okay. Ja. Okay, dann gibt es die halt noch. My precious little world, der ist zwar ein bisschen peinlich. Zu der Zeit habe ich irgendwie im Internet gelesen, im frühen Internet. Also so peinlich ist der auch nicht, aber der ist komplett auf Englisch, obwohl ich damals kaum Englisch konnte oder wenig Englisch konnte, weil ich im Internet irgendwo gelesen habe, dass es irgendwo einen Wettbewerb gab, wo man seinen Popsong einschicken soll und dann konnte man irgendwas gewinnen. Und da habe ich gedacht, weißt du was, das ist doch mal ein Ansporn. Ich habe natürlich nicht gewonnen. Mein Vorbild war so ein bisschen Robbie Williams-mäßig machen. Und es geht dem Song über, ja, im Endeffekt verrückt sein, glaube ich. So, das,
Ja gut, hören wir doch mal rein. Der Song heißt My Precious Little World. Es geht los auf 3. 1, 2 und 3. Ist das Delay? Nee, das ist zwei Spuren. Nee, ich glaube, doppelt rein. Ich glaube, da gab es Rock-DJ tatsächlich schon. Das kann durchaus aus der Zeit sein. Ja. Also auf jeden Fall so das Album. Das hat auch. Da war das Rock-DJ? Nee, Rock-DJ war später. Okay, aber zumindest der Stil. Aber halt so, ja, im Endeffekt, Let Me Entertain Me, Let Me Entertain You hat einen ähnlichen. Ja, genau. Streicher-Einsätze und so, das ist ja der Versuch, popkonform zu sein. Schön den Sägezahn ausgepackt. I'm sure they are just happy, why don't they leave me alone? Last time that I went to tap my precious little world, I met a funny little rabbit and a loony looking dog. The dog gave me a present and the rabbit sang a song. Later on we went to Gott, trotzdem schon stark vergleichbar mit heutigen Lada-Aufnahmen, die wir ja noch irgendwann hören werden. Ja, halt Pop-kompatibel. Ja. Und halt diese glockenklaren Backings. Das mag ich nicht mehr. Wobei, ich erinnere mich, den habe ich im Keller aufgenommen tatsächlich. Das scheint. Aber im Keller. Rich. Ja, B-Part. Interlude. They say I'm crazy, but I know the daylight. They could easily end my world, but they don't even try. Könnte auch wirklich so eine Verschwörungstheorie-Hymne werden heutzutage. Sie sagen, dass ich verrückt bin, aber ihr könnt doch in meine Welt kommen. Also ich bin beim Text ein bisschen raus, aber gerade eben hast du von einer Ente irgendwas geschenkt bekommen. solche Sachen halt, ja. Das ist halt in der Fantasiewelt, in die ich abtauche. Was ist los, ey? Ich komm nicht klar, ey. Ein bisschen zu lang für einen Popsong eigentlich. 5 Minuten? Ein bisschen, ja. Jetzt mehr so. Also es ist so wie so. Also der Song ist ja gut, aber das würdest du doch heute auch alles etwas anders machen, oder? Ich denk mal ja. Weil man hört, das also der Song, der da geschrieben wurde, ist halt schon ein stabiler Robbie Williams Song. Ja. Mal gucken, was Robbie Williams dazu sagt. Ich dachte, das ist mein Song. Ja, also Bon Jovi hätte den anders gemacht. Ja, wahrscheinlich. Aber es hat nicht gereicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es da jemals abgeschickt habe oder ob ich jemals kontrolliert habe, ob ich da gewonnen habe. Vielleicht warte da ja noch irgendwie
eine Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel auf mich oder so. Oder, keine Ahnung, ein MP3-Player. Irgendwo steht seit 2003 steht irgendwo ein Kleinwagen in England rum, den du hättest abholen können. Ich glaube, es war ein deutscher Contest. Ich habe bloß gedacht, wenn ich jetzt hier das, wenn ich da diesen Leuten, dann muss ich so ein bisschen Professionalität, also es ist wie wenn man sich so einen Anzug anzieht, um auf ein Bewerbungsgespräch zu gehen. So, dann mal ein bisschen Englisch machen und so ein bisschen angepasster. Auf Englisch singen, Leute, ihr habt es hier zuerst gehört, auf Englisch singen ist wie sich einen Anzug anziehen zum Bewerbungsgespräch. Zumindest in den späten 90er Jahren, frühen 2000ern. So, also ich würde gern, wenn ich hier mal kurz Fanboy sein dürfte, es gab immer einen Song von den ganzen Sachen, der mir inhaltlich sehr, sehr gut gefallen hat, weil er ein heißes Eisen anfasst, das auch heute aktueller denn je ist, ist vom anderen Album, von einem anderen Album, nämlich der Randgruppensong Astronauten. Okay, dann sollten wir vielleicht hier das andere, auch aktuell sehr heiße Eisen, den Randgruppensong Frauen von diesem Album noch vorhersetzen, weil ich hatte eigentlich damals vor, regelmäßig Randgruppensongs zu schreiben. Also, der ist auch... Der bleiben wir noch kurz auf dem ersten, den machen wir noch fertig. Eigentlich gibt's, dann der Randgruppensong Frauen, also genau, der Thema ist, Randgruppen. Genau. Was hat dich daran gepackt? Ich glaube, dass das ich habe keine hundertprozentige Erinnerung, was mich da generell geritten hat. Das, der Punkt ist, es ist definitiv ein frauenrechter Lied mit einem Augenzwinkern, aber zumindest meiner Seite, ich war ja schon ein spätpubertärer Knabe in den Spätneunzigern. Oder früh 2000, war schon 2001 oder so sollte es gewesen sein. Da hat, der ist für sich genommen, würde ich den auch als frauenrechtlerisch recht brauchbar betrachten. Wir haben leider dann mit dem Zunker noch so ein Intro aufgenommen, dass er so ein bisschen mehr wieder in den Kakao zieht. Und bei dem ich auch noch sehr, sehr schlecht hingekriegt habe, den Sound von einem Telefongespräch zu simulieren, weil ich anstatt, dass ich Frequenzen rausgezogen habe, einfach ein Rauschen dazu gemixt hatte und dachte, so klingt Telefonieren. Das nur nebenbei. Außerdem war ich damals relativ stolz drauf, weil ich da ganz schön geschafft habe, ein Gitarrenmotiv, also ein sehr gitarrenlastiger Song, ein Zupfe-Gitarrenmotiv mit einem 7/8-Takt zu machen, wo ich war damals auch noch ein bisschen hinterher, krumme Takte zu machen, und der ist gar nicht sehr merkbar. Interessant. Ich bin gespannt. Mal rein in den Randgruppensong Frauen. Auf 3. 1, 2 und 3. Es ist Brother, Where Art Thou? Das ist das Sample jetzt am Anfang, dass wir da gucken. Ah, trau niemals einem Weib, Dämmer. Merk dir dieses simple Prinzip und deine Zeit mit mir wird nicht verschwendet gewesen sein. Okay, Edwin. Ist noch Bier da? Keine Ahnung, ich glaube schon. Schau mal nach. Hinten im Kühlschrank. Okay. Ah ja, klar, gefunden. Jo, danke. Ich muss erstmal die Familienfarm wieder haben, bevor ich anfangen kann, an sowas zu denken. Der Zunker wieder. Wenn du es tust, ja, dieser Zunker. Ich niemals, der Mann. Die Frau ist das mit Abstand teuflischste Folterinstrument, das man alter Klingelton. Das Leben zur Hölle zu machen. Recht, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh, Telefon, Moment mal. Ich mach mal kurz Pause. Oh. Graf Porno. Ja, hallo, ich rufe im Namen der Frauen an und ich wollte fragen, ob du nicht mal ein Protestlied gegen die Unterdrückung der Frauen machen könntest. Ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Tschüss. Dieses Lied geht an starke Geschlecht. Es reicht, wenn ihr eine Frau nur riecht, wollt ihr Sex. Jetzt gleich. Statt Rambo, Selma und Louise und das neue Badezimmer wird rosa-rot gefliest. Und wenn's ums Autofahren geht, sitzt ihr daneben und schaut zu, während ihr die Küche putzt. Sind die Frauen im Büro mit dem Sekretär im Klo?
habt ihr nicht gewusst. Wenn die Kinder alles voll sollen, ja, dann putzt ihr halt von vorn. Die Frau steht derweil an der Bude und trinkt den ersten Korn. Denn die Männer haben verloren. Schreibt es euch hinter die Ohren. Sind vor Korn ist glatt hervor. Ihr seid zum Mannsein nicht geboren. Nicht geboren. Jo, schlag ein. Yo. Sag mal, ist noch Bier da? Ja, das Ende. Immer stabile Outros, der Graf Porno. Ja, ich bin in erster Linie bekannt für meine Outros. Ja, aber ich mag halt wie immer diese mehrstimmigen Gesänge. Mhm. Und die Gitarre hast du aber auch fein gemacht. Ja, da habe ich die Zupftechnik. Ich hatte Tabs von... Ich hatte zwei Tabs, zu denen ich damals versucht habe, Gitarre zu lernen, also die ich mir anecken wollte. Das war einerseits More Than Words, an dem ich mich relativ übernommen habe, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das hinterher doch relativ abgeht auf der Gitarre. Der Anfang ist relativ einfach. Und Road Tripping von Red Hot Chili Peppers. Ah ja. Und ja. Bei den Tabs wurde mir nicht angezeigt, dass man da ganze Akkorde greift, sondern immer nur so halt die zwei Finger, die drauf sind. Und deswegen hatte ich da diese Technik, wo ich auch immer nur diese zwei Saiten gedrückt habe, die ich gespielt habe. Und ich glaube, das war gar nicht so gedacht, aber das dadurch habe ich das hat mich inspiriert, diese Art. Das macht es relativ einfach, man muss nicht so viel Finger anstrengen. Sagen wir es mal so. Ja. Das ist nur so ein bisschen ich immer glaube auch, du hast da schon diese Yamaha gehabt. Das war genau die scheiße Caster, die sogenannte. Ja, die hieß dann auch so tatsächlich, ne? Die hieß scheiße. Nee, die haben wir irgendwann, Bull und Lung haben die irgendwann angefangen, Scheißkaste zu nennen, weil die irgendwie... Ach so, so ja, es gab früher wirklich, ich weiß nicht, ob von Yamaha oder von einer anderen Firma, die haben ihre Gitarren als Scheiße, also die Reihe hieß Scheiße. Einfach um edgy zu sein, ja? Ja, so, Kunde kommt und sagt, ja, ich hätte gerne Scheißgitarre. Moment, Yamaha hat eine Gitarre rausgebracht, die scheiße hieß. Bayer, das glaube ich nicht. Ja, ich jetzt glaube es doch Yamaha einfach. War. Aber glaub es doch war, einfach. Es gab eine Gitarrenbaureihe, die hieß scheiße. Okay. So. Dann gehen wir jetzt weiter zu den Randgruppen Astronauten. Genau, oder? Dann gehen wir ins nächste Album. Hier wäre allerhöchstens noch Dreaming interessant, weil das ein Evergreen wäre, aber den kann man im Zweifelsfall ganz am Ende noch dran machen, weil das ist ein schmunzeliger, das war so der Lady Pleaser so ein bisschen damals. Das ist ein liebes Song. Da muss ich. Ach ja, da. Den ich immer auf dem Klavier gespielt habe auf so Partys und dann waren alle, haben mich gebeten immer, Benni, spiel doch nochmal dein Lied. Aber das machen wir, wenn dann ganz am Ende als Outro. Aber jetzt schon mal schön geil angeteasert. Ja, genau, schön angeteasert. Für später. Genau, der Randgruppensong Astronauten, der ist ja auch gitarrenmäßig, ist ja so ähnlich wie der Randgruppensong Frauen. Aus dem gleichen Ansatz. Ist halt sehr folky. Wir hören einmal rein auf 3, 1, 2, 3. Niemand versteht. Dass wenn so weitergeht, die Welt keinen Cent mehr wert ist, niemand versteht. Früher waren sie die Könige des Weltalls, heute werden sie mit Füßen getreten. Da vergeht mir doch recht der Appetit. Hatte niemand mehr die Astronauten lieb. Komm und gib deine Vorurteile einfach auf. Denk mal nach. Nur weil ein Astronaut sieht, heißt das nicht, Bauten. Dass er Frauen schlägt. Nur betont, Drums meinst du? Ja, rhythmische Einsätze. Ja, ich erinnere mich, dass ich da ein bisschen schüchtern war bei den Drums.
mich an. Immer auf der Flucht, verprügelt von der Polizei. Eine solche Verrückerei kommt mich echt an. Ihr mit dem euren tollen Willen. Ihr zieht Koks und trinkt Champagner und poppt rum. Ihr werft das Geld zum Fenster raus, obwohl direkt vor der Tür Astronauten auf der Straße leben. Solo am Ende noch. Schön. Ah. Das ist eine Square Wave, Puss Wave. Und so weiter. Das war auch schon gespielt. Dass wenn so weitergeht, die Welt keinen Cent mehr wert ist. War musikalisch auf jeden Fall schon ziemlich hoch. Dankeschön. Ist auf jeden Fall ein guter Sprung irgendwie. Vom Sound her auch. Ja, da bin ich auch schon in Anfängen der Tontechnik-Schule, glaube ich, gewesen. Also da habe ich bei Corner gewohnt, mit Corner zusammen gewohnt damals in Goldie Town in Goldsheim. Und ich glaube, da, was war, weiß, ob der Ali da zu dem Zeitpunkt schon auch bei uns gewohnt hat, aber ungefähr, das war, deswegen ist der Song dem Ali wahrscheinlich auch so vertraut, weil der aktuell war zu dem Zeitpunkt. Das ist möglich, okay. Ja. Ist natürlich aber auch ein sehr guter Song. Ja, dankeschön. Und halt auch das Thema Astronauten, gerade jetzt wieder Rakete, ne, gewesen, ja, neulich. Nur Arschlöcher drin gewesen. Ja, keiner interessiert sich für die. Ne? Mal wieder, die gesamte Online-Aufmerksamkeit ist wieder ganz woanders, weil ja. Das ist ja das Übliche. Spaß, ne? Darf ich einen weiteren Wunsch äußern? Ja, äußere einen eines Wunsch. Liedes. Was, glaube ich, auch wieder komplett in eine andere Richtung geht. Featuring Lee Boost, Bargeld lacht. Ich hatte es mir gedacht. Ja, das ist da kurz dazu gesagt, dass es der Ray Cox hat mal zu Hause experimentiert mit gesampelten Drums. Hat irgendwie so Samples zusammengeschoben. Ich weiß gar nicht, ich glaube auch nicht MIDI, sondern so geschnittene Drum-Samples irgendwie arrangiert in einem linearen Feld und hat halt crazy Drum-Bass-Krempel gemacht, hat mir das irgendwann geschickt und so, hey, guck mal, ich hab so crazy Krempel gemacht. Ich hab Joints geraucht und hab dann dazu noch crazy, also hab das dann ein bisschen umgeschnitten und darüber noch irgendwie wilde Lyric-Fetzen getanzt und so. Das ist der experimentellste Track auf dem ganzen Album, würde ich sagen. Scheidet die Geister. Ich habe sehr viel Spaß dabei. Okay, ja gut. Okay. Dann mal ab der Fisch. Bargeld lacht von Graf Porno. Und 3. Und E-Boost. Erwähne, E-Boost. Das ist ein Feature. Auf 3. 1, 2 und 3. Kohle her.
ne? So kann man es auch sagen, ja. Ja, auf jeden Fall. Und? Hast du dabei? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das müssen wir schon genauer sagen. Ja, die Kohle. Ach so, kann ich bis morgen besorgen? Ist echt gar kein Problem. Du Schirm. Was? Du hast dich nicht anders. Moment. Gewollt. Hey, halt! Ja. Jetzt schnell im Bett. Ja, sehr gut. Das ist also auch eine perfekte Aussage für die Zwiebeln. Gibt die Kohle her, Leute. Wir haben einen Bandcamp-Account. Da ja, stimmt. Man mal drauf gehen. Man muss aber Bandcamp. nicht, weil es gibt ja alles umsonst, aber ja. Bandcamp, ihr findet den in der Video-Description, den Link zu unserem Bandcamp-Account. Könnt ihr ein bisschen Geld uns geben, wenn ihr unsere Kunst unterstützt. Ja. Und unterstützen wollt, auch, ich sag mal, monetär auch, ne? Unterstützen. Nicht nur Liebe. Ja, aber ernsthaft, also, Bargeld lacht, sehr gut gealtert, könnte doch eigentlich auch von jetzt sein. Ja, Bargeld hört sich auch nicht auf zu lachen. Der Song. Also Bargeld also, weint derzeit vielleicht ein bisschen, weil es eventuell abgeschafft wird irgendwann. Ne? Ja, dann heißt es, dass Bargeld weint. Bargeld weint. Du. Ja. Ist aber auf jeden Fall sehr, ja, man merkt die FX Twin musikalischen, keine Ahnung, Jungle, irgendwas, wie man es nennt, Anleihen und Helge Schneider. Ja, also der FX Twin hat vielleicht den Raycox mehr beeinflusst. Den habe ich bis heute nicht so richtig als habe ich schon gehört, verstehe ich auch, dass es gut ist, aber so richtig einen krassen Abgehör habe ich darauf nicht gekriegt, aber Helge Schneider schon. Definitiv. Hörspiele. Ganz witzig fand, war irgendwie, fast alles ist irgendwie gesampelt, aber diese Pistolenschüsse, die musstest du irgendwie. So die waren mit Mund. Das war, glaube ich, alles mit dem Mund. Zum größten Teil. Bis auf die Drums, die der Ricky halt gemacht hat, ne? So. Ja, hat er gut gemacht. Also der Rest ist, da hatte ich gerade, ich hatte den von Lopez da Silva, die Gesangsanlage hatte ich mal für ein paar Tage ausgeliehen und da habe ich ein richtiges Mikro zu Hause gehabt, deswegen hatte ich das angeboten, dass ich da freidrehe mit Mikrofon. Ja, hört man direkt. Also die Quali war schon stabil, sag ich mal. Ja, bling, stabil, ne? Bling, bling. Stabile Quali von Sound. Ja, so, Jungs. Shoutout an Schur. Wollt ihr mal Party machen mit Robotern? Roboterparty? Hast du Bock auf Roboterparty? Ja. Ja. Roboterparty habe ich Anekdote. Erzähl du die Anekdote. Haben wir beim Zeppelin Open Air irgendwann bei Rio de Janeiro live und da habe ich Bass gespielt. Und bei Roboterparty
habe ich immer Krämpfe in der Hand, weil da muss ich so schnell Bass spielen. Okay, gute Anekdote. Ja, ne? Ja. Fiel mir relativ schwer, weil auch mal auch so über das ganze Griffbrett rutschen dabei. Also, jetzt hören wir doch mal rein. Roboterparty auf 3. 1, 2 und 3. Roboterparty. Ich hätte mir mehr Vokoder erwartet. Ja. Ich glaube, es ist nicht drin. Nur da ist so 70er Roboter. Das ist relativ, das ist auf jeden Fall, als ich in Berlin war. Also irgendwie 2007, 2008. Und schon mit einem Kondensator-Mikro aufgenommen. Die Vocals. Und definitiv ein bisschen Deichkind gehört. Ja. Naja, solche Sachen machst du manchmal auch einfach so, wenn du deinen Rülpser lang ziehst zum Beispiel. Ja. Ah, cool, gefällt mir. Die Roboterparty. Das ganze Album. Das ist, man merkt, da sind ein paar Jahre ins Land gezogen. Ja, und wir trinken immer noch ohne Verstand, um die Toten Hosen zu dissen nochmal. Bevor wir uns dann also mit Dreaming in die Nacht verabschieden, haben wir ja gehört, diese Solo-Schaffensphase ist ja auch eine Findungsphase für dich gewesen. Das hat man ja auch so rausgehört, dass du erst rumprobiert hast und durch Frickelei dann zu diesen verschiedenen Punkten gekommen bist und hast ja auch gesagt, wichtig ist, nicht zweimal denselben Song zu machen. Ja, wie würdest du das so zusammen, so in der Gesamtschau zusammenfassen, Benni? Ja, es ist wichtig, nicht so einmal den gleichen Song zu machen und dass ich mich durch die Frickeleien da, ja,
also auf jeden Fall das Spaß an Neuem immer da gewesen. Also bei Metallica wäre ich ausgestiegen irgendwann. Ja, gut. Ich gesagt, fickt euch doch. Geht doch weg, hätte ich gesagt. Ach, nicht mal mit Metallica, haben Bock auf Metallica. Ja, aber die kommen da nicht mehr raus aus der Nummer. So, die, sonst ja, hier kann man auch sagen, statt zweimal den gleichen Song machen, zweimal die. Ich habe wieder mal gehört, dass deine Stimme versagt, lieber Bayer. Da hilft nur Wicklau. Ah, hat er was gesagt? musst du nochmal sagen, also weil das war ja gerade wahrscheinlich ein echt guter Spruch so zum Abschluss, aber irgendwie ist der so abgebrochen nach der Hälfte. Ja, das ist doch Mobbing. Nee, eigentlich hatte ich ja, statt zweimal den gleichen Song das nicht zu machen, heißt es bei dir anscheinend doch eher zweimal die gleichen zu machen. Ja, okay, damit verabschieden wir uns. Medienkompetenzfliss. Also ich würde gerne auf Jagd mit Onkel Erich noch hören und danach Dreaming und dann bin ich auch mit zufrieden. Dann kann sich den Rest, können sich die Zwiebeln gerne zu Hause anhören und dann auch die schlimmen Sachen finden. Ja, dann entlassen wir euch mit den beiden Songs zuerst auf Jagd mit Onkel Erich und in der Folge Dreaming in die Nacht. Danke euch wieder mal fürs Zuhören. Ihr seid cool. Hit like and subscribe. Schreibt uns in die Kommis, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Anregungen habt und Kritik, schreibt es uns auch in die Kommis. Wir sind immer bereit, mit euch zu interagieren. Wir sind eure Band. Wenn ihr nicht wärt, wären wir nämlich auch nicht. Jetzt übertreibst mal nicht, du Vogel. Abgesehen davon kommt ja am Ende auch noch das Outro. Also werden wir wahrscheinlich noch ein kurzes Tschüss geben. Aber sehr gut gesagt. Sehr gute Performance auch für dich als Sprecher. Sag ich ja, mal. Ach so, ich dachte, ja, wir gleiten jetzt hier so cool raus. Okay, also auf Jagd mit Onkel Erich. Auf drei. Erich. Eins, zwei und drei. Liked uns auf Instagram. Der ist auch übrigens mit komischem Takt. Folgt unserem Onlyfans. Gucken, ob jemand von euch den Takt gezählt kriegt von dem Track. Achtel? Richtig. Ich glaube ja. Primzahlentakte. War nicht immer, ne? Im Refrain glaube ich nicht, obwohl. Ich glaube, das ist abwechselnd. Nee, ist auf jeden Fall. Nee. Und kann kaum einschlafen, denn auch wenn der Onkel und seine alten Nerven lieb ich die Jagd. Am nächsten Morgen, also Mischuga können das auch. Der Onkel das Horn zum Wecken, er kommt zu mir hin und sagt aufstehen. Lächelt wie überreicht er mir eine scharfe Flinte, klopft mir auf den Rücken, wischt mir die Tiehei. Dann geht's auf die Pirsche. Scheiße, der untere war meine. Entschuldigung, vielmals Entschuldigung. Tapfer zieh ich den Hahn und krach. So vom Refrain her würde ich sagen, dass du da auch abgefahren bist. Ja. Jagd halt. Fuck. Denn da hinein kommt dann das oben schon erwähnte
Leider immer so ein bisschen kurz, der Refrain. Ja, das ist aber... Ja, dafür kommt jetzt die schön, das schöne Solo auf der rückwärts gespielten Blockflöte. Atmest du da ein? Nee, ich hab die umgedreht und mach eine Tröte draus. Und wieder das Intro. Kamen zum Schluss nochmal die Gespenster raus. Das nächste Lied heißt Dreaming. Wir hören auf 1, 2 und 3. Auch die Blockflöte, aber richtig rumgespielt. Da war der Anspruch, so viele Akkorde wie möglich übrigens. Lying in my bed, I just woke up. But I don't open my eyes, cause I'm afraid. Ja, aber das ist nur Produktionsbim-Bam. When I was asleep tonight, I Ja, vor allem ein weiteres Stilmittel von das höre ich jetzt zum ersten Mal, und zwar das von Duke Holbeck, im gleichen Akkord. Ja, ich von Engel von Westernhagen geklaut. Ja, das war auch so eine Erweiterung, boah, wie heißt das? Weiß nicht. Die letzten Momente vor dem Augen öffnen. Ach ja, wenn die Septime nicht wäre. Ja, dann wäre die Welt eine andere. Und die schöne Blockflöte. I'm lying in my bed, I am awake. And then I open my eyes and all I knew of you God disappears. Nothing and a shadow in the deepest edges of my mind. You're nothing and the warm breeze that is floating through my body. There is nothing more of you left than the memory of something that was as beautiful as life can just be. As beautiful as pure love. That I cannot explain.
beautiful as pure life must be, as beautiful as life can just be, as beautiful, as beautiful as a dream. Sometimes I ja, was kann man da noch sagen? Der verträumt Stimmung wieder mal, der Jack. Wie bei, dem einen Song vom Ali. Nee, aber ja, wer hätte das gedacht? Du hast ja richtig Talent. Dankeschön. Aber ich habe es alles schon verschwendet. Ich mache jetzt nur noch Gangster-Rap. Da braucht man auch Talent für. Das ist eine doofe Aussage, so Musikjournalist. Ja, und das sollte man auch nochmal erwähnen, du hast ja nicht aufgehört, auch Solo-Sachen zu machen. Lädst ja häufig auf Soundcloud auch noch Sachen hoch. Ja, das da Soundcloud ist mein Freidreh-Account tatsächlich auch. Das ist eigentlich eine ähnliche Sache. Es klingt, ist ein bisschen abgedreht, obwohl ich weiß gar nicht, was abgedrehter ist. Es ist halt einfach so ein bisschen aktuell abgedrehter. Man merkt, dass es aus einem anderen Episode oder anderen Epoche stammt. Ja. Da müssen wir mal gucken. Machen wir vielleicht auch irgendwann mal was zu, aber den Link gibt es bestimmt auch schon mal vorab. Sicherlich, den habe ich ja sowieso überall, wo ich mich auftauche. Aber den packe ich auch noch mit drunter. Sonst noch Fragen? Jemand hier? Ich akzeptiere gerne Fanart natürlich. Wer meine Lieder malen will, kann das gerne in die Kommentare posten. Nächste Probe tanze ich dir einen Titel. Oh, das ist schön. Und schick uns doch Fotos von euren besten Graf Porno-Tattoos. Die zeigen wir dann im nächsten Cast. Ja, generell Fotos. Am besten wäre immer sein Konterfeil irgendwie auf den Rücken oder so. Ja, Stirn. Ja, stimmt schon. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich auch irgendwo noch das Originalbild von der Graf Porno-Webseite. Das wäre eigentlich ein ganz schönes reminiszentes Bild für die Videobotschaft. Also für das Video hier, ne? Für das, was ihr jetzt gerade seht die ganze Zeit und fragt, warum redet ihr denn jetzt erst drüber? Das sehen wir doch die ganze Zeit schon. Wir zwiebeln. Ja, dann würde ich sagen, der Benny bekommt das Schlusswort. Ja, Kids, bleibt sauer, immer Kondome benutzen, nicht zu viel Alkohol trinken und ehrlich, Nase hochziehen ist gesünder als putzen. Peace out. Ciao. Peace out. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, ich bin ein